zu öffnen, mein Herz verlangt mich. Hört ich von deinem, danach verlangt mich. Seltsamerweise geht es mir so, dass ich bei Schumann im Grunde jedes Lied großartig finde. Ich weiß nicht warum. So wie andere Wagnerianer sind, bin ich ein Schumannianer. Also kein Mensch wird annehmen, dass ich an Schubert irgendwie auch nur zweifle. Aber es gibt bei Schubert schon Lieder, die ich nicht singen möchte, die mich nicht interessieren und denen ich auch nichts abgewinnen kann. Bei Schumann ist es seltsamerweise anders. Und bei anderen Komponisten ist es sogar so, dass ich sage, ich muss so nach einigen Liedern suchen, die mich wirklich interessieren. Das ist bitte keine Arroganz, das ist nur einfach persönliches Interesse und bei der Lebenszeit, die man zur Verfügung hat, muss man ja auch nicht alles machen, sondern kann sich darauf kaprizieren, was einem auch wirklich wichtig ist. In meinem Sinne wohnet mein Freund und sonst denn keiner. Dass Aufnahmen was Besonderes sind, ist mir immer schon klar gewesen, seit ich mich mit dem Beruf auseinandersetze, weil man nochmal versucht, etwas ganz konzentriert zu tun, auf einen längeren Zeitraum bezogen. Das Ergebnis ist dann doch sowas wie momentan. Man denkt oft, es wäre ein total designtes Produkt. Ist es nicht. Es ist nur das, was man eben in diesem Zeitraum zu leisten vermag. Es ist im Grunde einem Konzert und einer Konzertsituation am ehesten vergleichbar, nur ist es halt sehr weit gestreckt. Und dadurch wird es wahnsinnig anstrengend. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es und desto mehr Angst hat man davor, denn die Volatilität der täglichen Leistungsfähigkeit nimmt zu, wenn man ein älterer Sänger wird. Und der Wille und die Klangvision, die nimmt natürlich auch zu. Das heißt, die Vorstellung dessen, was man schaffen möchte, ist riesig und die Fähigkeiten werden weniger. Für mich sind die entscheidenden Sachen zwei Dinge. Da Schumann mir persönlich der wichtigste und interessanteste Künstler überhaupt ist, den ich mir vorstellen kann oder den ich kenne aus Historie. Zweitens, da ich glaube, auch wenn Schubert das ganz große Genie ist und er das Lied im Grunde erfunden hat als Genre, so meine ich doch, dass bei Schumann der Höhepunkt des romantischen Liedes entstanden ist, in seinen zwei Liederjahren, 1840 und 1850, die ein bisschen unterschiedlich sind. 1840 sind mehr die populären Lieder und auch die meisten Lieder. Da hat er gleich 150 auf ein Jahr, auf einen Sitz komponiert und alles Meisterwerke. 1850 sind die Lieder nicht mehr so populär, aber sie sind besonders interessant, besonders tiefgründig, da Schumann dort auch noch eine andere Art der Deklamation entwickelt hat, die der Wagnerschen Deklamation unähnlich ist, aber meiner Ansicht nach gleichwertig. Hat mir ein Vorsatz, mein Leben will ich nun zum Geschäfte von seiner Liebe. Wenn ein Mensch diese Lieder heute hört von Schumann und diese Zyklen sieht, dann findet er dort meiner Ansicht nach am wenigsten das, was man mit Unterhaltung in Verbindung bringen könnte. Es ist eigentlich immer ein geistiges Gebilde. Ich sehe das bei Schumann so, dass er einerseits, und deswegen finde ich auch, dass sein Werk den Höhepunkt des romantischen Liedes darstellt, er findet eine Dichotomie zwischen der Bedeutung des Textes und der Bedeutung der Musik. Zusätzlich zu dieser Zweiheit der Bedeutung von Text und Musik kommt aber bei Schumann, und das sehe ich dann besonders in seinen kleinen Zyklen, noch eines, nämlich so etwas wie eine poetische Idee, die das Ganze überwölbt, die dem Ganzen eine Struktur gibt und eine Bedeutung, die sich nochmal von diesen beiden Teilen, Text und Musik, abheben kann. Das heißt, es wird hier im Grunde so etwas in den 1840er, 50er Jahren
entwickelt wie ein Konzeptkunstwerk. Und so sehe ich eigentlich auch die, idealerweise, die Schumannschen Lieder, dass man jedem Lied sich als Teil eines Konzeptes klanglich ganz offen und frei und neu nähern muss, ohne mit hergebrachten technischen, also gesangstechnischen oder musiktechnischen Mitteln etwas erarbeiten und gefügig machen zu wollen. Kraft hab ich keine, als ihn zu es ist eher so etwas wie ein Repräsentieren von Möglichkeiten und dadurch wird einem die Möglichkeit gegeben, die Welt als so unperfekt und so im Letzten unverständlich auch in der Kunst präsentiert, wie sie eben ist. Ich empfinde da nichts Aufregendes daran. Ich finde, wenn man einmal davon ablässt zu sagen, ich baue mir ein Kunstwerk, das überall schön abgeschliffen und abgeschmirgelt und glatt und rund ist, eben weil es so schön dann fassbar ist und so schön überall hinpasst und weil man es dann auch so schön abschließen kann, wenn man es einmal gehört hat, sagt, ach, wie schön und jetzt auch vorbei. Ich finde, wenn man einmal davon ablässt, dann muss man da nicht mehr zurück. Also es sehnt mich persönlich nicht danach, eine rosa Decke über irgendetwas zu streifen, wo es keine gibt oder wo es nicht hingehört. Ich finde genau dieser Schleier, der alles schön und gefügig und auch verständlich macht, der hat im Liedwerk Robert Schumanns eigentlich gerade nichts verloren. Was soll das werden, will ihn umarmen und kann es nicht und kann es nicht. Wenn mir manchmal die Frage gestellt wird, wen Sie gern kennenlernen würden von diesen ganzen Genies, ich weiß nicht, Schumann wäre an erster Stelle und vielleicht noch Goethe und Bach, aber sonst muss ich eigentlich nicht. Es interessiert mich auch nicht, Handschriften zu sehen von irgendwelchen Schubert-Liedern oder Brahms-Liedern. Da bin ich also vollkommen ignorant. Aber bei Schumann interessiert es mich sehr. Was allerdings wir nicht vorhaben, ist, noch weitere große Liedgesamtaufnahmen zu stemmen. Ich glaube, unsere Sehnsucht ist hier ausgereizt mit diesem Komponisten.